Die wildromantische Sausbachklamm im südlichen Bayerischen Wald zählt zu den schönsten Naturhighlights und Ausflugszielen der Region. Das wunderbare Naturschauspiel des Sausbachs sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. In der Sausbachklamm, einem meiner liebsten Orte hier im Bayerischen Wald. Hier ist es im Winter und im Sommer extrem schön und ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch diese Klamm. Der Wanderweg, der dich durch die Klamm führt, ist der Wanderweg Nummer 1, ausgezeichnet und ausgeschildert mit einem roten Kreis mit einer 1. Der Weg startet bei der Sausmühle beim Bogners Biohof. Hier gibt es auch genügend Wanderparkplätze. Schon nach wenigen Metern hört man den Bach plätschern und betritt den sehr ruhigen Wald. Nach etwa 100 Metern, natürlich ist es hier auch sehr gut ausgeschildert, kommt man dann auch schon zur Sausbachklamm und der ersten Brücke, von der sich einem ein toller Blick auf die Klamm und die ersten kleinen Mini-Wasserfälle bietet. Hier lässt sich schon erahnen, wie die Klamm etwas weiter oben aussehen wird. Und so geht es immer am Bach entlang weiter in Richtung Halleralm. Und jetzt hören wir einmal die Sausbachklamm in ihrer vollen Pracht, alle Geräusche der Natur im Winter. Nach dem Karlsbrunnen, an dem man sich natürlich im Sommer auch wunderbar erfrischen kann, geht es weiter, bis man auf der linken Bachseite durch die Bäume die Halleralm erspähen kann, die Einkehrmöglichkeiten der Sausbachklamm, die aussieht wie ein kleines Hexenhäuschen mitten im Wald. Klammwanderung im Winter ist etwas ganz Besonderes und Magisches. An den kleinen Wasserfällen friert das Wasser zu Eiszapfen, die über den Fluss ragen und im Sonnenschein um die Wette glitzern. Auch die Sausbachklamm ist im Winter ein wunderbares Ausflugsziel, wenn du festes Schuhwerk dabei hast. Denn man sollte sich bewusst machen, dass die Klamm im Winter nur auf eigene Gefahr begehbar ist und durch den Schnee das Eis definitiv auch etwas rutschig werden kann. Man geht um die 2 Stunden, natürlich auch mit Zeit lassen und picknicken. Man kann die Tour aber auch jederzeit abkürzen und wieder zurückgehen oder auch erweitern. Parken kann man bei der Sausmühle, beim Bogners Biohof. Es gibt auf verschiedenen Seiten mehrere Wanderparkplätze. Man kann aber auch natürlich mit dem ÖPNV anreisen und zwar von Waldkirchen im Waldkirchen-Altenheim starten. Der Startpunkt ist sehr leicht zu finden. Er ist direkt an der Sausmühle und ist mit einem großen Wanderschild gekennzeichnet. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Ausflug zur Sausbachklamm gefallen und hier sind noch ein paar Eindrücke meiner Wanderung.